viel. So, aber ich könnte aber noch. Na, ich kann nicht einmal looten, weil er immer im Kampf ist. Was jetzt? So. Einmal hauen und dann wieder zurückgehen. Na, da, ich wollte nicht darunter. Na, ich will da rauf, komm, Geralt, hüpp. Ich habe ein ziemliches Problem, dass mit der Arsch da nicht drauf geht. Jetzt gerade. Nein. Boah, jetzt fliegt schon früher fast runter. Der ist eh bald tot. So. Perfekt. So. Zyklopen ausgeschalten. Hat er nachher doch noch irgendwie jetzt funktioniert. Ruhe umsehen. So, den haben wir mal leer gelootet. Und dann werden wir weiter looten. Schön alles wegmachen. Leer machen hier heroben, da will eh keiner mehr rauf. Da gehen eh nur so Idioten wie ich hier rauf. Na, was ist mit den... Kann ich die niedermachen mit der Druckwelle vielleicht? Aber was hat das gebracht? Ist halt die Frage. Schaut nicht so aus, dass es irgendwas gebracht hat. Wurscht. So, servus Ben Dennison, willkommen im Stream. Wir werden wahrscheinlich hier anzünden müssen. Vielleicht brauchen wir da jetzt unseren eigenen Alkohol da noch irgendwie. Der noch über ist. Druckwelle, schauen wir mal. Vielleicht bringt es irgendwas, ich habe keine Ahnung. Muss ich ehrlich sagen. Das ist halt. So. Was machst du da jetzt? So, also irgendeine. Destillierrezepte. Brief des das Brenners. Das Pergament ist etwas ausgeblichen, aber lesbar. Ja, liest die Anweisung, das habe ich mir fast gedacht, dass wir das jetzt machen müssen. Wir sollen die Anweisung Brief des Brenners, bla bla. Füll die Maschine, was füllt die Maische in den Verdampfer, zünde das Feuer unter dem Verdampfer an, kühle den flüssigen. Erst den rechten Hebel, dann den linken, nicht andersrum. Zuerst den rechten, dann den linken. Gut. Finde etwas Maische. Wo werden wir hier Maische finden? Wir klettern nochmal da hoch. Mal schauen, was wir da oben finden. So, Maische. Habe ich mir fast gedacht. So, wir müssen jetzt da runter. Wir müssen aber zuerst das Feuer ausmachen, oder? Hier gehört wahrscheinlich die Maische rein. Aber keine Ahnung, ob es da hineingehört. Okay. Jetzt hat er das da reingeben oder gibt's da rein? Fertig. Jetzt muss ich die Maische zum Kochen bringen. Ja, das brennt eh schon, das Feuer. Das ist gut. Okay. Zeit zum Abkühlen. Ja, und jetzt brauchen wir einmal linken Hebel, einmal rechten Hebel. Hä? Wo ist dein Hebel? So, jetzt machen wir das aus. Ob das sinnvoll wird, war das ausmachen? Ah, warte mal. Zuerst den linken, dann den rechten, oder? War. Sieh einer an. Ich bin anscheinend zum Brennen geboren. So, passt. Den Schnaps haben wir rausgeholt. Sonst war da nichts. Ja, da hinten kommen wir eh nirgends wieder wirklich rauf. Schauen wir noch
da hinein. Schätze ich aber auch nichts. Na. So, schön. Schön perfekt und wir reisen jetzt natürlich gleich weiter in Richtung den Druidenhügel wieder. Es hätte wahrscheinlich hier auch einen Wegpunkt oder sowas geben. So, wir gehen am besten nach daher. Da hinten ist auch wieder der depperte Boss, den wir noch nicht besiegen haben können. Er ist auch noch ein bisschen heftiger. Aber keine Ahnung, wie wir den besiegen. Wir müssen jetzt nachher unser Silberschwert unbedingt reparieren. Aber zuerst wollen wir gegen Gremis noch Gwyn spielen. Das wäre so mein Ziel noch in dieser kurzen Aufnahmesession. Bevor ich es beende, halt sozusagen kurz Pause machen will. Den Aufnahme kurz stoppen will und wieder starten will. So, dann gehen wir mal zu den Typen hinein. Da, Friol! Ich habe alles getan, was du verlangt hast. Ausgezeichnet, mein Junge. Frithjof, wollen wir anfangen? Je früher, desto besser. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Das Ritual ist nur für Mitglieder des inneren Kreises. Deshalb musst du draußen warten, lieber Lehrling. Du darfst unter keinen Umständen reinkommen. Wir beginnen am Morgen mit deiner Ausbildung. Ja, wie du wünschst, Meister. Wie du wünschst, Meister. Ha, aus dir machen wir noch was Ordentliches, Hexer. Jetzt verschwinde. Die brauen wahrscheinlich nur, die wollen sich nur ansaufen, so schaut's aus. So, warte bis zum nächsten Morgen, das ist kein Problem. Würde mal sagen, 8 Uhr sollte reichen. Oder ist dann gemeint ein ganzen... meint doch einen ganzen Tag. Nein, was macht er? Bin ich angekommen auf der Taste? So. Bis am nächsten Morgen gewartet. Schlafen wir mal ein bisschen. So, wir sind bald Level 20. Sprich mit Gremis über deine Belohnung. Ah, ich brauche noch einen. Die haben sich nur angesoffen, die beiden. Der Beste. Im Moorskogenwald und Alkohol vom Hagelhügel. Auf gute Zeiten, Frithjof. Endlich mal was anderes als die verfluchten Tränke und Transmutationen. Das Ritual scheint noch nicht zu Ende zu sein. Geralt, ich hab dir doch gesagt, du sollst draußen bleiben. Nur Druiden vom Kreis. Scheiß. Gönn dem Jungen auch mal etwas Spaß. Gut. Schenk dir ein, Geralt. Fangen wir mit dem Unterricht an. Willst du nicht lieber erst wieder nüchtern werden? Viel lernen, viel trinken, so lautet meine Devise. Viel trinken, viel lernen, das gefällt mir. Ja, ja, ich nenne es Stimulation und Assimilation. Erst wird angeregt und dann wird... absorbiert. Ach Gott. Der Tipp taugt mir. Aufnahme von Giften an. Bester Ansatz. Übung macht den Meister. Ich habe schon viel Übung. Gute Sache. Das macht meine geheime Methode leichter. Schau, du nimmst den Trank so. Und schluck. Ach Gott. Er hat eigentlich gesagt, dass das Alter eine Last sei. Okay, das bedeutet, was hat mir das jetzt das ganze Zeug gebracht? Ich würde sagen, mal so gut wie gar nichts. Außer, dass ich jetzt endlich, hoffentlich, gegen diesen Typen Gwyn spielen darf. Quest aktualisiert, Quest abgeschlossen, das war so klar. So, Gremist. Ich hab dir schon alles beigebracht. Mehr kannst du nicht? Okay. Spielen wir Gwyn. Das ist das Wichtigste. Eigentlich wollte ich das den ganzen Tag machen. Wenn du wissen willst, ob ich mit dir spielen möchte, ist die Antwort einfach. Was? Nein. Angst zu verlieren, kann ich verstehen. Na schön. Raus mit deinen Karten. Wenn du gewinnst, kriegst du mein... Haha, kein Problem. So, wir werden wieder schauen, ob wir eine neue Karte haben. Schaut nicht so aus. Na, zumindest nichts, was wir unbedingt benötigen. Dann legen wir gleich los. Dein Gegner beginnt. Gut zu wissen. So, das ist mal nicht schlecht. Ein
bisschen wenig Stopkarten. Weiter mal den weggeben. Na super. Na super, das war nicht so toll. So, du bekommst noch die, dass ich zwei neue Karten noch zusätzlich ziehe. Die auch nicht viel besser sind, das gibt's jetzt nicht. Mit 4 Punkten wäre ich schon vorne. Bleiben wir auch weiter in der Angriffsding drinnen. Jetzt haut er einen 6-punktigen raus. Ich will gleich die erste Runde gewinnen, es ist wurscht. Ich darf nur die nicht ausspielen, die eine da. Na, jetzt hat er zwei Karten gezogen. Das ist nicht so gut. Jetzt kommt es halt darauf an, pfeife ich drauf, ich passe. Jetzt kann es höchstens sein, dass er noch Karten spielt. Dann hat er aber weniger auf jeden Fall. Okay, er braucht nur eine Karte spielen. Das ist nicht so gut, aber okay, ich habe um eine Karte mehr. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir das hinbiegen können noch. Ja, spiel gleich die, hast eh recht. So. Dass du jetzt nicht gewinnst, legen wir gleich die gleiche Karte nach. Weiß nicht, ob ich den schon einsetzen werde. Ich spiel zuerst die aus. Und zieh noch einmal zwei Karten bei ihm. Nichts wirklich Sinnvolles bekommen. Es ist 13 Punkte schon im Vorsprung. Okay, jetzt noch mehr. Wir dürfen nichts in Verteidigung spielen. Dann kommt die raus. Okay. Dann spielen wir doch einfach die vorne. Freundchen. Der hat gepasst. Scheiße, jetzt braucht man nur ein. Wir machen es ganz einfach so. Wir gewinnen, indem wir unsere Anführungskarte einsetzen. Genau. Schönes Wetter. Und es sollte sich jetzt ausgehen, dass wir genug Punkte haben. Genau. Und wir haben trotzdem zwei Karten noch mehr als er. Beziehungsweise drei, weil wir bekommen jetzt eine. Schaut gut aus. Schaut wirklich gut aus. Ich bin am Zug. Legen wir mal da so. Was essen, Motorshow? Hä? Servus, Killer. Killer, ich habe das eh geschrieben auf Steam heute. Ich habe erst heute auf Steam wieder geschaut. Halt, ich habe nur ganz kurz. Ich habe einfach Stress gehabt. Ich war am Dienstag am Abend der Veranstaltung gehabt. Da habe ich den ganzen Dienstag noch zum Organisieren gehabt. Ich habe am Donnerstag was gehabt. Ich habe gestern was gehabt. Am Freitag was gehabt. Ich bin von hinten und vorne nicht zur Rande gekommen. Das Wochenende davor war ich nicht da. Nicht lustig. Ich bin so fertig und die paar Tage, ich habe dann auch nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen, ich habe mich dann einfach hingelegt teilweise und habe nichts mehr, habe nicht wollen ungefähr irgendwas zu tun. Und deswegen habe ich das so gemacht und das passt doch so, finde ich jetzt. So, wir werden uns aber nochmal zwei Karten holen, wenn das geht. Wenn ich den Typen nochmal holen darf. Na, scheiße. Dann holen wir uns da hinten einmal hinein. Und deswegen hat es auch keine Streams gegeben und auch jetzt nicht wirklich viel Außertürliches. Coast Guard ist ausgelaufen, weil ich da einfach ja nicht zum Aufnehmen gekommen bin, muss ich ehrlich sagen. Ja, was will denn der noch machen? Der hat ja eh keine Chance mehr. Jetzt spielt der letzte Karte auch noch. Gutes Wetter. Hast recht. So, perfekt. 47. Gepasst. Ich passe natürlich auch jetzt gleich. Brauche ich meine letzte Karte nicht ausspielen. Und Montag war auch irgendwas. Halt, Montag habe ich auch irgendwas gehabt, aber
Das glaube ich dir. Nein, ich habe so viel zu tun gehabt, ich habe einfach wirklich keine Chance gehabt, irgendwie was zu tun. Wir wissen, ob er mit dir um seinen Katakan spielt. So. Mysterischer Elf haben wir bekommen. Schaut gut aus. Wir sollen in skellige Stil gegen Lugor spielen. Zu dem sollen wir eigentlich eh auch hin. Ich würde sagen, wir machen das so. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Wir haben da jetzt eh ein schönes, kurzes Schlussbild. Wir werden... Ich werde kurz einmal die Aufnahme beenden, werde sie dann gleich wieder starten. Dass ich sozusagen mit den Dateien kein Problem bekomme, dass sie zu lange werden. Ich sage einmal wieder danke fürs Zuschauen. Es geht natürlich dann im nächsten Part gleich morgen weiter. Mit The Witcher 3 Wildhunt im Stream natürlich. Erfahren Sie es jetzt gleich, wie es weitergeht. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss.